Einen schönen guten Morgen. Ich bin immer noch in Wilhelmshaven. Heute Nacht gab es noch mal richtig Frost. Hier auf dem Solarpanel steht zwar wieder das Wasser, aber ich glaube, hier kann man noch gut erkennen, dass der Wagen da im vorderen Teil zugefroren ist. Im hinteren Teil, wo ja die ganze Nacht die Heizung lief und ich auch hier ja, so 13, 14 Grad konstant hatte, was zum Schlafen recht angenehm ist, habe ich keinen Frost. Ich wollte eigentlich den Sonnenaufgang heute Morgen auch schön filmen, aber durch die Wolken kann man ihn nicht so ganz erkennen. So ein bisschen diese Morgenröte, aber mehr auch nicht. Ich werde mich gleich aufs Rad setzen. Bis Mittag soll es wieder mehr oder weniger schönes Wetter geben und mir dann mal den Weserport anschauen. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Wir haben jetzt so ziemlich genau 8 Uhr und die Sonne kommt gerade so da unter den Wolken durch. Ich werde jetzt das Rad noch ein bisschen trocknen, aufschließen und dann losradeln. Hier würde es eigentlich über die Brücke gehen, Richtung diesem Weserport, aber wie ihr seht, alles zu. Bitte folgen Sie der U6. Dann mache ich das doch mal. Was für mich immer wieder interessant ist, hier diese ganzen Marinestützpunkte und diese riesigen Schiffe, die da liegen. Und der Großteil hier ist ja Marinestützpunkt. Hier sind wieder 3 solche Boote, Schiffe. Vielleicht, die sind jetzt nicht so riesig wie die anderen da hinten, aber die Autos im Vordergrund vermitteln vielleicht so ein bisschen die Größe. Die Umleitung habe ich jetzt hinter mir. Jetzt muss ich nur da vorne mal hinfahren und schauen, in welche Richtung die Schilder dann zeigen, damit ich nicht von vornherein falsch fahre. Hier in der Ferne kann man schön den Ölhafen erkennen. Aber da wird zurzeit der Hepener Damm, Sanddamm oder Sanddeich, genau, Hepener Sanddeich hieß er, glaube ich, erneuert und deswegen ist die Zufahrt da mit dem Rad jetzt nicht möglich, stand auf dem Hinweisschild. Daher lassen wir den Ölhafen mal rechts liegen. Nachdem der Radweg jetzt hier mehrmals querfeld einging, bin ich jetzt im Hafen von Rüstersiel angekommen. Schönes, idyllisches Fleckchen. Oh, hier vorne das Bötchen ist zu verkaufen. Ich glaube, das Kaufen ist bei solchen Sachen gar nicht das Problem, sondern nachher eher die Liegeplatzgebühren, ne? Mal sehen, was mich hier jetzt erwartet. Sieht ja erstmal ganz nett aus. Die Hinweisschilder des Radweges variieren. Ich hatte jetzt schon zweimal das Schild, noch 7,7 Kilometer. 3 Kilometer später stand dann noch 7,4 Kilometer. Also das ist alles so ungefähre Angaben. Und jetzt sehe ich gar kein Schild mehr. Mal schauen. Auch hier in Rüstersiel ist wieder so ein bunkerähnliches Gebäude. Leider auch kein Schild dran, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Bunker war. In Rüstersiel stand jetzt gerade ein Schild, dass ich 5,8 Kilometer nach Überquerung der Brücke im Grunde wieder zurückfahren muss. Oh, Entschuldigung. Jo, der war mit seinem E-Bike ein bisschen schneller. Naja. Auf jeden Fall hätte ich umkehren müssen und dann habe ich da mit dem Herrn gesprochen und der sagte mir dann, wenn Sie hier lang fahren und da lang fahren, dann kommt man hier schön durch den Wald am Wasser entlang und auch Richtung diesem Weserport oder Weserjadeport heißt er, glaube ich, richtig. Also probiere ich mal einen neuen Weg aus. Wie gesagt, ist ja früh und ich habe Zeit. Was man hier vor mir sieht, ist jetzt dieser Jade-Weser-Port-Info-Center. Schön mit dem rot-weißen Türmchen dahinter. Das hat doch was. Oh, hier kann man, glaube ich, auf den Deich. Dann schaue ich erst da, bevor ich zu dem Infocenter darüber fahre. Pustekuchen, hier ist ein Zaun. Aber da vorne sieht es aus, als wenn da so eine Durchfahrtsmöglichkeit wäre. Ja, ich stehe jetzt hier auf der Deichkrone, aber auch da
außer Industriehallen erstmal noch nicht groß was zu sehen. Die Schafe sind schon gut zu riechen. Und ich schaue mal, wie ich da hinten jetzt hinkomme Richtung ja, Industriehafen. Der gute Mann in diesem Infocenter vom Jade Weserport sagte mir jetzt, ich sollte mein Glück mal in diese Richtung versuchen. Aber versprechen konnte er mir auch nichts aufgrund der Baustellen und der Wege, die nur für Betriebsangehörige sind. Aber ich probiere es einfach mal. Was ich ja sagen muss, hier lässt sich's toll fahren. Aber es ist eigentlich entgegengesetzt die Richtung, die ich müsste. Ich werde da vorne mal gucken, ob ich jetzt noch oben auf den Deich komme Richtung Wasser. Und ansonsten muss ich eventuell umdrehen. Hier waren gerade zwei städtische Mitarbeiter vom Bauhof und die sagten, normalerweise fahren hier überhaupt keine Radfahrer rein, weil es da eigentlich nichts mehr gäbe. Aber ich lasse mich trotzdem überraschen, was über der Kuppe noch zu sehen ist. So, nach kurzer Orientierungslosigkeit habe ich festgestellt, dass ich doch hier Richtung Ölhafen fahren können müsste. So sieht es zumindest auf Google Maps aus. Und das versuche ich jetzt. Ich hoffe, das fruchtet, weil sonst wären das ja, pro Strecke rund 10 Kilometer Umweg. Und das will man ja auch nicht unbedingt. Ich fahre zwar gerne Rad bei diesem schönen Wetter, aber nicht dieselbe Strecke zweimal, wenn es nicht sein muss. Ist das nicht schön? Jetzt hat sich das doch gelohnt, nochmal hier reinzufahren. Ah, schönes Gefühl, wenn man schon gedacht hat, scheiße, du bist völlig falsch, fahr mal ruhig zurück. Selbst wenn es jetzt nicht der richtige Weg wäre, wäre es wenigstens ein schöner Weg. Echt schön. Ja, hier jetzt direkt an dem Ölhafen ist bisher der schönste Strand, den ich hier in Wilhelmshaven und Umgebung gesehen habe. Schöner weißer Sand, viele Muscheln, auch ein paar Algen, aber an sich hier mit dem Sonnenlicht traumhaft. Da steht wieder ein Schild, da muss ich erstmal schauen, ob ich da noch raus muss gleich oder ein Stück zurück, weil da oben steht ein Schild Radweg. Ja, da bin ich garantiert falsch. Aber schauen wir mal eben. Wenn man jetzt hier den Deich hochgefahren kommt, ist das schon beeindruckend, wenn man hier so diese riesige Fläche sieht und da die Kuppeln von diesen einzelnen Ölbehältern oder Kraftstoffbehältern. Schon ein riesiges Gelände hier oben. Hier sieht man schön, wie die Tanker vor Ort liegen und ihre Ladung löschen. Hier sieht es so aus, als wenn da noch mal eine Schleuse wäre. Ich weiß nicht, ob ich da noch lang komme. Aber schauen wir mal. So, wie ihr anhand dieses Bildes wahrscheinlich erkennen könnt, bin ich zurück an meinem Bulli. Die Tour sollte eigentlich nur so 24 Kilometer sein. Ich habe jetzt knapp 58. War soweit schön. Wobei ich diesen Jade-Weser-Port nicht unbedingt empfehlen würde als Ausflugsziel an sich. Die Strecke völlig okay, aber der Ort an sich ist jetzt nichts, was man unbedingt besuchen müsste. Außer man möchte sich vom Weiten irgendwelche Riesenkräne anschauen oder sowas. Naja, so, alles in allem war Wilhelmshaven sehr schön jetzt. Hat mir gut gefallen. Heute habe ich auch mit dem Wetter riesiges Glück. Ich werde jetzt gleich sogar hier draußen meinen Stuhl mal nehmen und mich in die Sonne setzen. Natürlich mit Jacke und Mütze, gar keine Frage. Und dann ein schönes warmes Essen genießen. Das war's von mir aus Wilhelmshaven. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Waren jetzt wahrscheinlich dann 3 Videos, die hier entstanden sind. Und wir sehen und hören uns demnächst wieder. Macht's gut, euer Markus.